Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte von Thüringen. Wir fahren unseren Hafer mal zum unserem Lager. Wir werden immer noch, wir kalken immer noch auf Feld 38 und sehen das aus. Feld 60 ist fast fertig mit der Ernte. Wie gesagt, fast. Noch Restarbeiten. Dann werden wir gleich im Anschluss auch kalken. Dann werden wir noch ein bisschen Geld verdienen für unseren Kalk, den wir noch kaufen müssen hier. Das heißt, den werden wir gleich voll machen. Beziehungsweise wir werden mal die Ernte abschließen. So, mit einem schönen Donnerstag. Alle, die einen Feiertag haben, wird einen schönen Feiertag. Vielleicht haben viele einen Brückentag morgen. Ich wahrscheinlich nicht. Sogar sehr wahrscheinlich. Der Raps ist reif, ne? Also 5 ist eindeutig zu schnell. Wird nichts. Das ist ja ein Wachstum hier und Ende. Kann man runtergehen auf. Ja, gleich ein Crash. Also 5 ist zu schnell. Da kommt man nicht hinterher. Vor allen Dingen kriegen wir mehrere Fruchtstufen im Sojafeld rein. Das ist ja doch ungünstig. Das werden wir in Zukunft anders machen. Die werden das in Zukunft so gestalten. Machen wir das voll. Wir machen das voll. Wir müssen das so weit verkaufen. Wenn wir gleich mal schauen. Den Rest auffüllen. Aber verkaufen tun wir noch nichts, dann machen wir eine andere Runde her. Also wir erstmal beiseite stellen. So, dann muss Zeit anschalten. Junge, Zeit, Junge, die Uhr. Noch ticken die Uhr, dann geht das. So, immer wegstellen. Verkaufen können wir nachher. Plane zu, falls Regen kommt. So. Nicht schlecht. So, wenn wir gleich zum Drescher gehen und den entsprechend entlassen. Ja, ein Punkt. Lassen. Also ein Punkt, also ein kleiner Klecks. So, macht der weiter. Jetzt fahren wir das Rohr ein. Dann werden wir mal gleich, wir haben X ausfahren und abstellen. Dann werden wir in Schwarzen alleine Raps ernten. Raps wird zum Glück nicht so viel, fruchtmäßig. Und da werden wir auch mal überlegen, ob wir da schon mal testen. Wenn wir loslegen, ob wir da was anders machen werden. Aber erstmal müssen wir hier abfließen, dass hier wieder Kalksteuer arbeiten kann. Wir fahren mal zum Hof. Und stellen mal hin.
Ich sehe gerade auch in unserem Sojafeld, da sind garantiert 3 Stufen drin. Das ist schlecht. Das ist riskant. Weil sobald die vierte kommt, dann ist die andere, der Anfang wieder verdorrt. Da haben wir die Stufe langsam gemacht, jetzt auf 1. Das heißt auf gut Deutsch, wir können nachts nicht schlafen. Oder wir machen Wachstum aus, dann wird's gehen. Im Dunkeln würde ich eigentlich arbeiten. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Auch zum Zuschauen ist das nichts, wenn man nichts erkennen kann. Und bis 10 ungefähr können wir noch arbeiten, ungefähr, das ist ein bisschen hell. Und dann schauen wir. Aber der Rapserde geht relativ zügig, da fällt es nicht so groß. Und das ist dann. Kann nur einer fahren. 2 würden sich über den Haufen fahren. Ist schon mit einem schwierig mit dem Abfahrrad, aber das werden wir alleine machen müssen. Aber da rasten wir wieder schönes Geld. Mit relativ wenig Aufwand. Man fährt nur einkaufen, sagen wir so. So. Muss so stehen, dass er nicht im Weg steht. Das ist wichtig. Das heißt, wir fahren uns ganz oben an. Außerhalb dieser Ecke, wo sie alle fahren. Das heißt, wir werden hier oben anfangen. Später. Wir schließen erstmal Feld 60 ab. So, Motor aus. See. Entlassen. Den werden wir gleich leer machen. Starten und gleich Gas geben. Dann haben wir Hafer auch erledigt. Das wird allgemein gefährlich. Kann weggeschickt werden. So, das heißt, jetzt müssen wir vorne einstellen. X. Den V runter, wenn ihr so knallt. Und abhängen. Das hat 13%. Na, wo ist der Teil? Da ist er doch. Löschen. Löschen, Junge, löschen. Schönen Donnerstag, ne? Mal ein freier Tag, vor allen Dingen. Naja, im Süden, im Norden ja nicht. Im Norden ist kein freier Tag. Wollen wir mal die Beine hochlegen, auch nicht schlecht. Und dann geht es noch 6 Wochen durch bis zum Urlaub. Oi, oi. Und dann so warm draußen. Er meldet ja nächste Woche wieder um die 30 Grad an. Vor allen Dingen, Mittwoch, Donnerstag, glaube ich. Heute ist es ein bisschen angenehmer draußen. Draußen aktuell knapp 28 Grad. So, wollen wir den Burschen hinterherfahren.
Okay, ganz fix. Mal schauen, wie er fährt. Ganz gut mit aussieht. Ah, da werden wir uns zukünftig einen Führungskurs machen. Und selber die Anhänger voll machen. Hey, Gas, Junge, hab eilig. Ey. Ich ahn da Schlimmes. Da sind zwei Stufen drinne. Jetzt schon. Also Wachstum ist hier für eine Vierfachkarte zu schnell. Bei 5. Bei 5 hast du keine Chance. Also Fruchtwachstum wollte ich auch nicht ausmachen. Da wachsen die Bäume ja nicht mehr. Jetzt kommt die Mitte her. Geradeaus. Die Straße hat noch nicht so krass gegeben. So. Den werden wir jetzt waschen. Beziehungsweise erstmal abstellen. Wir stellen ihn erstmal ab. Wir werden ihn brauchen, um Nacharbeiten durchführen zu können. Auch bei Raps, wenn wir das machen müssen. So. Wir stellen mal dahinter ab. Haben wir es. Jetzt versuchen wir, unseren Abfahrer zu kriegen. Lassen, das haut nicht hin. Wo ist der Kalkfahrer? Das ist wieder ganz böse woanders, ne? Ah, das hier. Ja, wenn die Fahrzeuge Karambolage haben und die sich über den Haufen fahren, dann gibt es Probleme. Gut, wenn man das weiß, dann kann man das vermeiden. Ja, so ist ein Beispiel, ne? Hier werden wir aussteigen und da einsteigen. C. Entlassen. Jetzt kommt der mehrere Verkehrsdeck. Ne? Gut. Der ist nun leer. Komm ja nun, brauchen wir nicht mehr. Stellen wir hier mal ab. Beziehungsweise werden wir den wenden. Alte Lage geht nicht mehr. Also stehen macht, das ist blöd. Dass man verkauft hat, Ding und dann weg. Ja, gut. Okay, wenn man weiß, kann man sich doch einstellen. So, gut, stehen lassen. Lass mal Licht an. Ja, eine BG hat auch verarbeitet. 10.000 ungefähr. Und Arbeit noch. Ist der Kalk überhaupt voll? Ja, ist voll. Dann werden wir mal beginnen mit Raps, ne? Naja. Kurz reparieren. So, mein Schneidwerk. Sind beide kaputt. Beziehungsweise perfekt. Ich habe nicht genug Geld. Na gut. Was sagt uns das? Wir müssen kurz zur Bank gehen. Haben wir doch nichts. Um 0 Uhr kommt ein bisschen Geld. Oh je, Laien.
Ah, nicht. Ich habe beinahe verkauft. Teuer war es ja gar nicht, ne? Aber wenn nicht machst, ist auch scheiße. Ernteverluste oder Geschwindigkeitsverluste oder beides. Das ist Ernteverlust. So, jetzt einklappen. Hier machen wir nur 21, das ist besser. Ja. Hier werden wir kurz auffahren auf dem Feld. So, er weiß, wo er ist. So. Können wir mal ausmachen, ich glaube es. So. Ja, das schaffen wir noch. So, Kursgenerierung. So, aktuell nehmen wir 13 Meter. Das haben wir geschafft. 12. Vorgewende machen wir rundherum. 3. Ja, doch, in 3 wegen den Seiten verbinden wollen. Weich. Dramatik. Längste Kante. Müsste so da sein. Schauen wir mal. Er braucht ein bisschen zum Berechnen. Problem ist gut. Machen wir nur 2 Vorgewände. Wie gesagt, das Feld ist etwas ungünstig geformt, in Anführungszeichen. Er macht der Mitte gar nicht, ne? Aber automatisch. Ja, wir machen das mal so, ne? Speichern wir auch nicht. Sollten wir in der nächsten Folge auch schaffen. So, wie gesagt, da fahren wir da selber ab mit dem Traktor. Schauen wir unseren Kalkstreuer an, wie er da arbeitet. Der steht, das war ja so Absicht. Weil da braucht der, wo ist der Kalkstreuer? Ist gerade angekommen. Beziehungsweise macht irgendwo Kalk, wo noch nicht unbedingt ist. Oder? Nö. Lobt er nicht, oder? Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, der hat hier verkehrt. Ja. Ja, streut nochmal Kalk. Ah, nein. Er müsste da hinten arbeiten. Muss man die Karte aktivieren? Das ist F1, das ist nicht. 9. Das heißt, rein theoretisch
Ja, ganz hinten aber auch wieder mit, ne? So, Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Am Donnerstag, am Freitag. Würde mich freuen, wenn ihr euch morgen reinschalten würdet. Natürlich auch nur ein Like oder ein Abo. Seid mal Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Bis morgen. Ciao, ciao.